Komm in uns unseren nächsten Künstler. Also bevor ich ihn auch jetzt irgendwie kennengelernt habe für diese Stand-Up Comedy Night, wurde er mir auch, glaube ich, 12 Wochen vorher bei Facebook vorgeschlagen. Sag mal, Bild einfach nur er am Strand mit seiner Freundin und Jesus Christ, that is sexy motherfucker. Ich habe 10 Wochen habe ich dich eigentlich verliebt gestalkt, aber ich habe es nie jemandem erzählt. Bruder, ruf mich später nach dem Auftritt an. Er nennt sich MV Comedy. Also du bist auch der einzige Künstler, der einen komplizierteren Künstlernamen gewählt hat als sein eigentlicher Name. Deswegen für MV Comedy bitte Aschaffenburg einen warmen Applaus. Dreht mal durch für MV Comedy. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Mo basta. Okay. Haben wir Italiener heute hier? Einmal klatschen bitte, eine. Okay, es reicht, danke. Okay, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie toppen oder annähernd rankommen soll. Toppen ist unmöglich. Das war richtig stark, oder? Richtig geil. Okay. Ich möchte mich an der Stelle auch für all diejenigen entschuldigen, die dachten, jetzt kommt irgendein richtig krasser Typ hier. Und dann, jetzt stehe ich da, ihr müsst euch zufrieden geben. Ich habe ehrlich gesagt viele Parallelen gesehen zwischen mir und der Lisa. Ich hatte letzte Woche auch Durchfall. Nee, ich war tatsächlich als Kind auch mega hässlich. Kennen Leute von euch den Film E.T.? Ja, als ich geboren wollten die Teil 2 drehen. Ich war das hässlichste Kind von ganz Ludwigsburg, ohne Spaß. Ich war so dieses Kind, wenn ihr mich im Kinderwagen gesehen habt, ihr wart froh, dass es nicht euer Kind ist. So dieses Kind war ich. Und vor allen Dingen, so eine Geburt ist eigentlich voll der schöne Moment für Eltern, oder? Vor allem für den Vater, der will ich eigentlich in den Arm nehmen, so erstes Mal und so. Voller Liebe sein, oder? Bei mir war es eher so... Wie wenn du das erste Mal was Asiatisches gekocht hast. Ist nicht ganz so geworden, wie du wolltest. Und vor allen Dingen, ihr müsst verschimpfen, mein Papa war sowieso super peinlich, weil ich bin Italiener und ich bin der erste Nachfahre eines Mannes gewesen. Also ich bin der Erste, der sozusagen den Namen weiterträgt. Ne? Bei uns ist das wichtig. Bei meiner Geburt waren auch mega viele Leute da. 840 Millionen ungefähr. Es waren alle da, es war echt, Bürgermeister war da, alle wurden eingeladen, Präsident, Papst, Lionel Richie, alle waren, jeder war einfach anwesend und es sollte eigentlich so ein Moment sein wie bei König der Löwen. Kennt ihr noch den Film? Dieser Moment so, Na, Svenja! Danke, danke. Bei mir war es eher so wie bei Quasimodo. So ab ins Körbchen und dann... Ich hatte es grundsätzlich nie leicht, ich wurde auch immer wegen meinem Namen gehänselt. Mein richtiger Name ist eigentlich Mariano Vivencio. Ah. Okay, Mariano Vivencio. Ich sag's nicht nochmal, sonst fange ich selbst an, mich anzufassen. Aber es ist eigentlich voll der coole Name. Und boah, Frau schon. So, er sagt ein bisschen schwul. Das war schon. Okay, wenn du findest, dann... Ja, war das jetzt ein Wunsch, den du ausgedrückt hast, oder? Merkte, ich hab das Mikrofon. Nee, und eigentlich habe ich voll den coolen Namen. Ich wurde immer deshalb gehänselt. Schwierige Phase war meine Pubertät. Dazu müsst ihr eines verstehen, ich komme aus Neapel. Und in Neapel sind die Leute brutal faul. Die haben keinen Bock auf gar nichts. Die kürzen sogar Namen ab. Überleg mal, wie faul musst du sein, um eine Silbe zu sparen? Die letzte Silbe wird einfach immer gecuttet. Das bedeutet, wenn du Salvatore heißt, so wie mein Papa heißt, Salvatore, Salvato. Wenn du Rosanna heißt, wie meine Mama heißt, Rosanna, Rosa. Wenn du Mariano heißt, Mariano. Ist deine ganze fucking Pubertät dein Spitzname? Maria. Und die Sache ist, jetzt fragen sich einige Leute, wie ist es rausgekommen, wenn du nur in deiner Kultur so genannt wirst?
Ich habe Fußball gespielt, mein Papa war kein normaler Zuschauer. Mein Papa war Trainer, Betreuer, Ball, Schiedsrichter, Pfosten, Linie, der war alles auf dem Feld. Manchmal hat er sich sogar auf meinen Nacken gesetzt, um mir besser ins Ohr schreien zu können. Maria, spiele die Ball! Maria, mache Tor! Maria, Maria, Maria! Und alle meine Mitspieler dachte ich, Mann, wo ist diese Maria? Alter? Wo ist die? Ich habe die noch nie hier gesehen. Aber es fing schon viel früher an im Kindergarten. Erster Tag im Kindergarten. Marino Vincenzino. Sagst du, wie bitte was? Und Kinder sind grausam, die merken sich so eine Kacke. Die machen da Lieder daraus. Marino Vincenzino, Marino Vincenzino. Trink dein Cappuccino, trink dein Cappuccino. Deine Mutter trinkt Cappuccino, Alter. Ich habe noch nie Cappuccino getrunken, ich habe das komplett boykottiert. Bis dann irgendwann die frohe Botschaft kam von daheim. Meine Mutter sagt zu mir, du kriegst bald einen kleinen Bruder. Und ich dachte so, yeah. Endlich jemand, der genauso einen scheiß Namen bekommt wie ich. Ihr wisst ja, was man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann war es ein paar Monate später soweit. Wir sind im Krankenhaus, mein Papa hebt mich hoch. Meine Mutter lehnt sich so vor, meinen Bruder im Arm haltend. Sagt so, guck mal, Maria. Das ist dein kleiner Bruder. Christian. Von allen italienischen Namen, von allen, hat sie den deutschesten überhaupt gewählt. Nicht mal Hitler hätte sein Kind Christian genannt. Und mein Bruder heißt wirklich Christian und er war auch noch blond und süß und hübsch. Der war der Star im Kindergarten. Jeder hat ihn geliebt. Ich hatte pechschwarze Haare, einen Topfschnitt, eine plattgedrückte Nase, noch platter wie jetzt und zwei Zähne im Mund. Ich sah aus, als ob ich der Trainingspartner von Mike Tyson gewesen wäre. Und dann sagt meine Mutter auch noch zu mir, Maria, wieso suchst du dir nicht auch deutsche Freunde? Und ich sag so, wie denn? Der Christian hat 8 Buchstaben Vorsprung. Meine Mutter war eh immer lustig. Wurde irgendjemand von euch gehauen als Kind? Einmal klatschen, bitte. Okay. Wurdest du gehauen? Ja. Wie du? Ja. Schuh, Gürtel oder Kochlöffel? Schuh. Bei mir war es auch immer Schuh. Brutal. Ich weiß nicht warum. Meine Mutter, die konnte nie stark werfen, aber brutal Ziel. Egal wie ich gerannt bin, sagst du, oh! Ich schwöre es euch, einmal hat sie mich ums Eck getroffen. Ich hatte mich so versteckt. Wie? Ich habe mich gerade versteckt! Und Gott sei Dank war es ein normaler Schuh. Weil in Italien gibt es noch einen besonderen Schuh. Azzoccolette. Azzoccolette. Der Name passt wie die Faust aufs Auge, weil er bedeutet die kleine Nutte. Weil diese Schuhe sind kleine Nutten. Wenn dich einer von denen tritt... Bruder, du bist im Koma. Safe. Die sind so richtig aus Holz. Das sind eigentlich keine Hausschuhe, das sind eigentlich Waffen. Und das ist die einzige Waffe auf der Welt, wo du am Geräusch erkennst, in welcher Gefahr du dich befindest. Davon gibt es 3 Stufen. Erste Stufe ist so Diskussion. Mariano! Ich habe irgendwas nicht aufgeräumt oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas vergessen, bla bla. Auf einmal kommt so klack, 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 klack. Zweite Stufe ist Gefahr. Mariano! Klack, 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 klack. Du fängst schon an zu rennen. Aber die dritte Stufe, von der gibt's nur Gerüchte. Ich habe das Geräusch selber nur gehört, aus Gerüchten. Glück, 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 Glück. Die hatte den Schuh schon in der Hand. Ja, ich habe auch von Geschichten erzählt. Ich habe Geschichten erzählt bekommen von Kindern über andere Kinder, die Kinder kannten.
Ja, liest man in Zeitungen in Italien. 13-jährige Junge, erschlagen, aufgefunden worden. Ursache, Holzhausschuh. Ist über den frisch gewischten Boden der Mutter gelaufen. Das sind Sachen, die passieren in Italien. Gang und gäbe. Ja, jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt, oder? Oder kann ich noch ein bisschen? Einen darf ich noch. Ich mache es so kurz, wie ich kann. Wie Italienerinnen gern mit den Händen, oder? Das wisst ihr. Ich entschuldige mich auch für etwaige Sprachfehler. Ich bin ein bisschen sprachbehindert mit dem Mikrofon. Und die Leute sagen zu mir, wieso, übertreib doch nicht. Du hast nur ein Mikrofon in der Hand. Ich sage, ja Bruder, versuch mal mit einem Auge zu fahren. Geht auch nicht, ist schwer. Und so hat jede Nationalität so ein bisschen seine Eigenheiten. Wir reden zum Beispiel viel mit den Händen. Inder reden viel mit dem Kopf. I like to talk with my head. Look at my head, it's beautiful. Left, right, left, right, left, right. Latinos reden viel mit der Hüfte. Ich hatte letztens einen Handwerker bei mir. Ich kann euch das mal zeigen, wie der bei mir reingekommen ist. Eigentlich brauche ich mehr Platz, aber zieht euch das ran. Also, natürlich übertreibe ich, weil ich stehe jetzt auf der Bühne. Aber gefühlt kam er so rein. Hallo, mein Name ist Juan Carlos de Marcos Navarro. Ich habe gehört, ich muss ein Loch stopfen. Aber vielleicht, die Loch ist nur dreckig. Die Deutschen, man denkt es kaum, aber die Deutschen reden auch mit dem Körper. Manchmal reden sie halt so und manchmal reden sie so. Es kommt immer darauf an, wie der Stock im Arsch sitzt. In diesem Sinne, das war's von mir. Vielen, vielen Dank. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Mariano, Vivenzio.